Verbindungsfehler. Ach, witzig. Ich habe einen Verbindungsfehler, weil ich bin im Offline-Modus. Die Jungs sind so blöd, ehrlich. Ach. Ach, einmal mit Profis. Gut. Wo bist du eigentlich? Achso, du Ich bin bist auch bist auf im einer Wisp. Halben. Ich bin jetzt gerade die Wisp. Genau. Ja, hallo Michi. Hallo Chris. Hi, hallo Prost. Wisp. Prost. Ja, wir wollten jetzt eigentlich eine Sonderfolge wo Tanja machen. Ja, genau. Und dabei haben wir direkt Können wir ein gemerkt, bisschen zeigen? ich zeige es nochmal kurz, ich springe hier runter. Ich habe mal meine Verteiler gemacht und dann bauen die Blumen von sich aus Mana ja auf und können es nicht mehr abgeben. Das heißt, die fangen dann wie Ja. wild an zu blinken. Und was man hier direkt sieht, ist, die eine Reihe produziert nichts. Und zwar gar nichts. Das heißt, auch meine gesamten Ja, Nachtblümchen ja, ja, tun ja. zurzeit nichts. Und wir haben die Vermutung, weil direkt da drüber, direkt ist gut, der Balken ist. Und den werde Ja, ich jetzt ja. einfach mal wegmachen. Okay, ja, kann ich dir helfen? Aha, einfach da. Ich Ja, flieg also doch. wie gesagt, bei meinen Generatoren, Solarzellen ist das auch, dass wenn da was drüber ist, dann, also da, auch so von der Seite bringt dann nichts. Die müssen irgendwie wirklich direkt von oben. Jetzt können wir mal gucken. Oh ja, schon wieder voll, fast. Ja, also jetzt funktioniert es auf jeden Fall. Jetzt funktioniert das schon mal besser. Genau. So, dann verwandle ich mich noch schnell zurück. Das Holz mitnehmen. Genau. Ja, kann ja hier auch mal wieder So. zurück. Dann hatte Ja, ich, so. genau, hier einen Verteiler. Oh, packen wir den jetzt hin. Ich muss nur kurz meine Verteiler schnell hinsetzen. Ja, mach das ruhig. Wie viele Felder können die abgreifen? Das liegt, das kommt auf die Pflanze an. Aber die meisten Pflanzen können irgendwie von 6 Entfernung senden die. Ach so, die Das, senden. Nicht, der tut nicht in einem Umkreis empfangen, sondern. genau, die schicken Ah, das. okay. Ah, ja. Ach so, dann Genau. kann man ja gucken im Endeffekt, Du ob jetzt siehst die hier jetzt, hinten, ja, wo, die ist noch genau, voll. das heißt, richtig. Die ist ja noch voll. Also Das brauchst du drei oder wäre. was? Kann ich den eigentlich mal hier hinsetzen? So wichtig ist er, dass er die Schlürferpflanze dann da noch mit Ja. kriegt. Nicht, dass die voll läuft, weil das wäre natürlich auch blöd. Ja, weil die kann ja auch. Genau. Und dann bin ich mal Schauen wir hier mal. gespannt mit dem, weil hier hast du ja Ja, ordentlich genau. Gib Pflanzen. mir mal Ja. noch eine Sekunde. Ich muss noch Mal einsetzen. gucken. So. Das heißt, wir müssen hier auch dann nicht mehr Blumen farmen, ne? So in der Umgebung. Nein, das hat sich jetzt erledigt. Genau, so. Ich hoffe, der nimmt die letzte hier mit. Die Wasserpflanze ist Ja, leer. Sehr gut. schaut ja eigentlich Okay. gut aus. Ja. Dann sollte da Mal jetzt auch kurz mit mehr dem kommen. Kommen. Also ich hatte mich schon gewundert, dass der so träge füllt. Ja, Vor allen aber Dingen bei in der mir drüben, Nacht. der geht gut irgendwie. Der Der geht ist irgendwie nämlich schon wieder. super. Und wenn ich Ja. das jetzt sehe, was jetzt hier durchgeht, das ist ja, naja, super. Okay. Dafür war das Ding hier, das Blumenbeet, ein voller Erfolg. Ja, das ist cool. Ich Ja. habe auch zwischendurch schon mal hier so ein bisschen abgefarmt und Ja, ich kam gar das nicht können wir hinterher. auch jetzt nochmal machen, würde ich Ja, klar. spaßeshalber sagen. Wir hauen jetzt hier einfach alles weg, was nicht bei Und nannte. teilweise pflanzen die sich ja auch ganz schnell wieder ein, ne, wenn man die nicht sofort aufsammelt. Ja. Nee, das ist dann Ne? auch immer die andere. Ach so, das ist dann wieder die in der Mitte, weil es gibt diese. Es gibt auch Samen, die schmeißt du hin und dann Ja, pflanzen die sich automatisch das ist ein. aber eine andere Ich glaube, das Sorte. waren sogar die Ender-Lily.
meine ich. Ja, genau. Oder diese Creeper-Pflanzen, keine Ahnung. Die machen das. Ich habe jetzt hier dummerweise mit dem Spaten abgeerntet. Dann habe ich mir jetzt hier Löcher eingefangen. Aber egal. Aua. Genau. Und man sieht, die kommen relativ schnell wieder. Ja. Und die der reicht jetzt das Mana aus den zwei Genau, der war jetzt natürlich, da er nichts mehr machen konnte, war der natürlich voll. Aber du könntest jetzt auch praktisch hier so diesen Strahl auf die Blume lenken und dann würde die noch mehr, noch schneller. Nee, die hat auch so einen Timer. Ah, okay. Aber die stimmt, die ist schon wieder voll. Die hat hier schon wieder volle Energie. Aber ist ja Wahnsinn. Also, immer noch? Ja, ich habe gerade mal. Ja, stimmt, die ist immer noch voll. Das reicht ja anscheinend hier mit. Ja. Also Wahnsinn. Dann kann man reichlich abbauen. Also wenn man die einmal wirklich runter hat, dann merkt man auch, dann braucht der für das Beet hier ein Stündchen oder so. Echt? Ja. Kommt mir irgendwie schneller vor. Aber naja, gut. Wie gesagt, zurzeit hat er reichlich. Aber du hast ja jetzt schon Berge an und hier von diesen Splittern hast du ja auch schon. Ach, die sind weg, oder? Ne, oder hast du da? Nee. Ah, nee, da genau, da hast du ja auch schon Berge. Ja. Genau. Ja, dann gucken wir einfach mal spaßeshalber in die erste Kiste rein. Blümsche. Ja, Blümchen, ah, genau. Es gibt bei Botania 16 Farben. Und das sind genau die 16 Blumen, die man hier sieht. Und die aus denen zupft man wieder die Blätter. Die kriegt man dann eine Kiste weiter. Tut man die dann nur... Genau, du nimmst die Blume und packst ihn auf den Craft-Table und kriegst dann aus jeder Blume kriegst du zwei Blätter. Ah ja, genau. Genau. Das sind dann Blätter. Blüten, das sind Blütenblätter, ja, genau. Ah, okay, ja. Und wenn du ein Blütenblatt nimmst, kannst du ja spaßeshalber mal tun, nimmst du irgendeins raus, ein einzelnes. Ja. Ich nehme da jetzt auch mal eins. Und gehst zu dem Mana Brunnen und schmeißt ein Blättchen rein mit Q. Dann kriegst du ein aufgeladenes zurück und das sind dann Mana Blättchen. Also machst dann aus Blättchen, machst du dann Mana Blättchen. Also mit der gleichen Farbe. Deins ist weg. Hast du das Grüne jetzt auch? Nö. Müsst es schon haben. Das sieht dem anderen sehr ähnlich, da ist nur eine weitere Linie drumherum. Ich habe nichts gekriegt, keine Ahnung, wo das hingefallen ist. Dann hast du es direkt wieder aufgenommen. Nee, ich hab's ja auch nicht mehr. Ach so? Keine Ahnung, ich probier's nochmal. Ja, und ich schau mal, ob ich's aufgenommen hab. Nö. Ah ja, jetzt hab ich. Ah ja, jetzt genau. Genau, dann hast du das mit Mana versorgt und das sind dann halt die nächsten Farben sozusagen. Und davon kannst du halt auch wieder 16 Stück haben. Achso, man muss das nicht generell machen. Nein, sondern nur manchmal. Mal musst du Blätter reinschmeißen, mal musst du mit Mana aufgeladen reinschmeißen, mal musst du Runen reinschmeißen. Ah, okay, also man tut jetzt nicht alle da reinwerfen und schon mal umwandeln. Man braucht die anderen auch. Okay. Genau, man braucht die anderen auch. Ja, genau. Also ist alles, das ganze Geheimnis ist hier die Pflanze in der Mitte. Jetted Amaranth heißt sie irgendwie übersetzt, keine Ahnung. Die verbraucht halt Mana, deswegen ist links und rechts so ein Sonnenblümchen. Ja. Also eine Tagesblüte. Und hier ist schon wieder voll dein Feld. Ich vermute, ich weiß auch, warum diese hier nie funktioniert hat, weil da auch wieder ein Balken drüber ist. Ja, genau, hier ist schon wieder voll, kann man auch langsam wieder abhaken. Ja, mit dem Balken musst du halt mal gucken. Ja, den Balken werde ich jetzt rausrupfen. Das bringt alles nichts da oben. Ich meine, du kannst natürlich theoretisch auch hier dein Haus bauen, so mit, was weiß ich, mit Maschinen, was du halt sonst noch so brauchst. Und wirklich so einen Glaskasten einfach nur daneben, wo deine Blümchen drin sind. Ja, das wird hier der Glaskasten sein. Da reiße ich jetzt die Balken raus, da kommt dann oben ein Schutz. Ah, okay, ja. Glasdach jetzt doch drauf. Ja. Und dann ist so gut. Ja, guck mal, ich mache noch eine von diesen Blumen.
Ja, gut, dann brauchst du natürlich dann, nochmal so dann ein brauchst Feld, du, ja. genau, dann brauchst du so ein Feld und den Rest fülle ich mit Sonnenblumen auf. Ja, Und dann, Lava? genau, Lava kann man ja dann schon in den Keller packen. Die kann man ja dann die Dinger von unten befüllen. Ja, Und wie dann gesagt, wir kommen hier können hier auch noch. mal gucken mit dem Harvester, ne? Dass man hier, dass er die Ja, abfarmt. können wir machen. Aber so wie der reinrotzt, ja, dann brauchen wir auch nicht keine zweite Blume. Also keine zweite mehr Ja, davon. müssen wir halt mal schauen. Genau, du brauchst dann halt auch irgendwie Strom. Müssen wir mal schauen, ob wir da ein Kabel hier rüberlegen durch Aha, die ich hätte Erde. auch gerne eine Solarzelle. Ja, klar. Also haben wir schon drei gebaut. Ich glaube, das war gar nicht so aufwendig. Das sind ja noch die einfachen. Das geht dann schon. Ja, wo Mit man dem jetzt natürlich Akku. Erfolg machen könnte, ist, wenn wir ihn jetzt ernten. Weil jetzt ist Nacht. Jetzt kriegt er natürlich keinen Strom. Ja, Keine kann. neue Mana. Und dann sollten die jetzt nicht mehr ganz so häufig kommen. Aber du könntest jetzt ja auch noch so eine Nightshade. Ja, wobei, Genau, gut, die sitzt ja hatte ich sogar am unterm Anfang, aber die Balken haben nicht noch, aber. funktioniert. Ja, vielleicht auch Irgendwie wegen so. dem Balken. Ja, genau, das ist jetzt so auch die Idee. Bin ich natürlich auch nicht drauf gekommen, das Aber das ist. ist ja interessant. Ich hätte es gedacht, man muss da echt so ein ganzes Feld dann auf die Pflanze hier umlenken. Hätte ich nicht Nee, gedacht, die dass ist da sehr eine Dayblume begnügsam. reicht. Ja. Ja, die ist Weil sehr die macht ja schon hier begnügsam. ordentlich guten Ja. Job. Kann man echt nicht meckern. Es ist Ja, die super. Also nimmt zur ich. Zeit echt noch gar nicht ab. Also die hat immer noch genügend Power. Okay. Also wir können es jetzt mal spaßeshalber unterbrechen, indem wir sie killen. Ja, lass ruhig, So. ist ja wurscht, die kann Nee, ja ich ruhig. hab's so, jetzt dürfte sie ja dann auch kein Mana haben. Dann setzen wir sie schnell neu. So. Ja, ist auch schon wieder Nee, voll. ist auch voll. Vielleicht Okay. hat sich Ja. das aber auch gemerkt. Also es gibt auch Dinge, wenn man die richtig Ja. abbaut, dann bleibt der Ja, bleibt's dummerweise gespeichert. gehören die Mana-Becken nicht dazu. Also wenn man die abbaut, ist das gesamte Mana weg. Also das muss Also, man umziehen quasi, mit diesen ja. Schalen oder mit was weiß ich was und dann. Ja, zum Glück gibt es da ja auch die Mana-Tablets. Da kann man die ja leer saugen. Ja, Da, genau. genau. Ja, platzt aus Ja, gut. allen Nähten mit den Dingen, also da braucht man echt nicht mehr. Genau, also das, was Ja, das ist ich gut. dann in der nächsten Off-Zeit machen werde, ist halt hier hinten alles mit Tag- und Nachtblumen auffüllen. Gegebenenfalls auch noch ein paar Wasserschlürfer da nebenbauen, und die funktionieren auch recht gut. Ja, naja, es ist halt schön unendliches Mana quasi, ne? Das ist halt Genau, schon das wird dann praktisch. immer laufen. Und wenn du dann die Ja. krassen Sachen bauen willst und immer in jeder Folge viel Mana brauchst, dann bis dahin haben wir Ja. dann diese Lava-Pflanzen auch und dann Genau, das ist dann die bringen etwas, ja mehr, hast du was. gesagt. Die Lavapflanzen gehen wirklich gut, aber die Lava will man nicht die ganze Zeit durch die Gegend tragen. Ja, ne, genau. Jetzt ist hier gerade was. Ah, ne, sah gerade so aus, als wäre hier eine Pflanze kaputt gegangen, aber die wurde nur gepflanzt. Ja, Ja, ne, cool, so coole Sache. viel eigentlich erstmal. Ach ja, gut, Ich ich habe. bin echt gespannt hier mit. Also das Schwert verwende ich ja immer Genau, also genau, du kannst ja mich filmen. Ich habe eine komplette Mana-Stahlrüstung an. Die bringt auch, wie viele Schilde sind denn das da? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, siebeneinhalb Schilde. Okay. Ja, Und die das ist auch schon nutzt sich ordentlich. auch nicht ab. Es sei denn, man hat kein Mana mehr. Ja, also du brauchst dann auch dieses Tablett praktisch Genau. immer Und dabei. ganz ehrlich, so nach 1 oder 2 Stunden abbauen und Ja. Ach so, ja, zwei, du hast ja auch drei. Spitzhacke und Zeug gebaut, ne? Das Genau, ja, genau. dann Ich hast habe im ja, Prinzip ja. das gesamte Werkzeugpalette damit, und ich sag mal, nach 1, 2 Stunden Arbeiten fehlt mir, ja, es ist ja auch da unten so unterteilt in, weiß ich, wie viel Kästchen, ein Kästchen. Also das ist echt Ja, überhaupt ja. nichts. Ja. Ja, du bist schon in Lava gefallen, hast du gesagt, und hast überlebt. Das Genau, ist ja auch ein Lava überlebe ich, Fortschritt. genau. Hab dann so grob sogar 4 Herzen noch rüber. Okay.
War dann deine Rüstung, also dein Mana aufgebraucht gar oder? Nichts. Gar Nee, nichts. auch nicht. Nee, Okay. überhaupt nicht. Ja. Was übrigens, was ich jetzt beim Farmen im Nether gemacht hat, es gibt ja diesen, da quietscht's irgendwie ganz schlimm. Das ist mein Stuhl. meine da gibt's ja Schulter und Knochen und diesen Blaze. Ich kann mich mal kurz in den verwandeln. Der ist nämlich im Nether wirklich Gold wert. Wo bist du? Ich bin hier neben dir. Und der kann fliegen und kann in Lava einfach stehen und es macht ihm nichts. Weil er halt eigentlich schon brennt. Ja, deswegen, also im Nether ist der super. Mit dem habe ich praktisch so Blaze Rods auch gefarmt. Das war sehr angenehm. Also kann ich sehr empfehlen. Auch diese Feuer. Ich habe viel zu viele Viecher hier schon. Diese Feuerfledermäuse waren dann nicht so schlimm. Das war gut. Ja, Mr. Blob. Ja, ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, dass ich in Schlacke gefallen bin. Ja, da ist man, dann wird es einem so ein bisschen schlecht. Da wird es einem erstmal schlecht, genau. Da dreht sich alles, ja. Und ich konnte das am Anfang noch nicht identifizieren. Ich habe gedacht, das wäre Wasser und ich würde ertrinken, weil du schaltest dann auch auf Luftblasen um. Und ich habe es dann tatsächlich noch geschafft. Hast du Schlacke verschluckt. Naja, ich habe mich in einen Tintenfisch verwandelt. Ja. Und der mag das? Aber auch der fand das nicht so gut. Der arme Tintenfisch. Bin dann halt gestorben. Ja. Wurde dann halt am Bett wiederbelebt. Ja. Und bin als Tintenfisch auf Land natürlich direkt wieder gestorben. Ja, das ist mir das ist mir auch schon passiert. Sehr toll. Deswegen habe ich auch das Bett jetzt um eins versetzt, weil auch als Spinne steckt man dann einfach in der Wand nach dem Aufstehen. Deswegen, also das müsste jetzt besser sein. Wir könnten dir aber natürlich hier auch ein Bett hier drüben hinstellen. Dann hast ja, das wäre nicht verkehrt. Da brauchen wir ja nur noch ein bisschen Wolle, noch ein, zwei Schafe und dann. Ja, Wolle habe ich, glaube ich, sogar drüben. In meinen ganzen Restekisten, da ist, glaube ich, reichlich drin. Bei dir oben? Weil unten habe ich Wolle alles verbraucht. Hast rausgenommen, okay. Ja. Ich habe auch noch ein bisschen gefarmt, Schafe. Ja. Jo. Kein Ding. Juni. Ja, okay. Dann haben wir bin schon mal gespannt, was wir hier als nächstes sehen bei deinem ja. Blümchen. Ja. Das ist auf jeden Fall witzig. Genau. Ich sag dann nichts. Ja, achso, du hast schon einen Plan, das ist gut. Ja, Plan habe ich auf alle Fälle, aber der ist teuer. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir da. Ja, du hast irgendwas gesagt, du hast vorhin schon gefragt, wie viele Enderperlen wir haben. Ja, ja. Oh Gott, ich bin gespannt. Okay, coole Sache. Also, dann hau rein, mach's gut. Bis dann. Servus, ciao. Um dann praktisch unendlich Lava zu bekommen. Und hier hinten sind schon mal die Sachen für unser ME-System, was dann auch demnächst ansteht. Also wir haben viel vor. Wenn du mal mitkommst in den Portalraum, der hat sich auch noch ein bisschen verändert. und zwar habe ich da jetzt mehrere Portale gebaut. Das heißt, man kann jetzt im Endeffekt dann immer direkt in das Was Portal rein, wo man hin will. Wo bist du? Achso, ja, das ist hier so der Wartungstunnel. Wenn man den Boden. Was? Doch, eigentlich schon. Ja, muss ich noch so machen. dann kann man hier auch mal wieder die Bücher austauschen, wenn man andere Welten hat. Ach, die machst du von hinten, die Bücher jetzt, oder wie? Ja, dann schaut es halt besser aus, ne? Dann stören die nicht so. Und wir haben jetzt auch ein